Hui. Hui. Gleich habe ich die Arme hoch hier. Ja, hallo und willkommen zurück bei Planet Coaster. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Bestimmt hatten wir Geldprobleme. Ja, mit Sicherheit sogar. Sehe ich gerade. Und die müssen wir in den Griff kriegen. Klingt vernünftig, ne? Ja. Tja, gut, dann würde ich sagen, beschleunigen wir die ganze Geschichte gleich hier. Dass die Leute ordentlich Geld ausgeben bei uns. Und ein bisschen steigt's auch. Aber gleich ist Monatsende wieder. Und dann. Nee, nee, nee. Also ist ja meistens so. Ja, ich glaube, das, was uns das meiste Geld einbringt, sind die Fahrgeschäfte. Und die müssen wir erstmal wieder haben. Also die Fahrgeschäfte kosten ja auch grundsätzlich Geld, aber ich würde am liebsten so ein geiles also so ein großes Fahrgeschäft bauen, aber das kostet halt viel zu viel. Obwohl die Achterbahn. Also eine kleine Achterbahn, 3.700. Toll, ein Verkäufer hat gekündigt. Wer macht denn sowas? Die Ballonbude. Wo war denn die Ballonbude noch? Ich muss mal kurz gucken hier. War die am Anfang? Ja, hier, ne? Eben. Mal eben mal ein bisschen langsamer machen hier. Das Ding hat nur Verlust eingebracht. Dann machen wir die Ballons jetzt einfach mal ein bisschen günstiger. Ist ja auch recht teuer so ein Ballon, finde ich. Ja, null. Nee, null. Ich verschenke doch hier keine Ballons. Zwei, zwei. Nein, zwei. Nicht zwei. Nicht 20. Komm, zwei. So. Und hier auch zwei. Alles kostet zwei. So. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich wieder ein Darlehen aufnehmen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier war das. Wir zahlen immer noch das alte Darlehen ab. Oh. Wir brauchen ein großes Darlehen. Aber man kriegt nur so ein 3000er Darlehen, was ich jetzt nicht nehmen kann, weil es noch nicht abbezahlt ist. Das ist ja doof, ne? Gut, beschleunigen wir die ganze Sache erstmal wieder. Was hast du jetzt wieder für ein Problem? Läuft wieder. Man kommt gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber man kommt mit dem Warten und Reparieren des Parks gar nicht so richtig hinterher, weil man eigentlich nicht genug Geld verdient. So, ich glaube, so, okay. Diese erste Hilfe ist kostenlos. Bringt uns nichts ein. Ist aber geschlossen. Okay, also geschlossen ist das ganze Ding. Ich schmeiß das Ding jetzt aber weg. Weil uns das überhaupt nichts bringt. So, das Ding hier hat uns bis jetzt auch nur Verluste eingebracht. Und entweder muss ich die Hüte teurer machen.
Betriebskosten. Das Ding kostet einfach mal 300. Das Ding bringt uns einfach nichts. Also, weg damit. Ich muss das jetzt einfach mal testen. Oh, wir haben 1000. Wir haben 1000 plus. Wir machen plus. Okay. Weg abreißen. Ich habe jetzt auch Geld gekriegt von den Verkäufen, ne? Gut. 1300 plus. Kann ich jetzt mein Darling direkt zurückzahlen? Ja, kann ich. Fertig. So, jetzt habe ich mein Darling zurückgezahlt. Bedeutet, es müsste wieder ins Plus gehen jetzt. So, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen Geld sammeln, damit ich die erste Achterbahn bauen kann. Das wäre also richtig toll, wenn ich endlich mal eine Achterbahn bauen könnte. Die will ich nämlich hier vorne so hinten. Hier. Natürlich hat der jetzt einen Ausfall. Mach's dann auch sonst. Oder nehme ich jetzt einfach das. Nehme ich jetzt zwei Darlehens auf, damit ich die Achterbahn bauen kann. Ich weiß ja nicht, ne? Also die würde ich dann gerne bauen hier. Die ist zwar nicht besonders groß, aber dann haben wir wenigstens mal eine. Würde ich die denn hinbauen? Das weiß ich gar nicht. Wo ist der Ein- und Ausgang? Der Ein- und Ausgang ist auf ein und derselben Seite. Das ist eine relativ kleine Bahn. Deswegen würde ich die wahrscheinlich hier hinsetzen. Genau. Also hier würde ich sie hinsetzen, denke ich mal. Oder so. So schon, wa? So, dann kann man die Warteschlange da an. Ich mache mir so innerlichen Plan. Ich kann es ja nicht sehen, wie ich es mache. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir gehen mal aufs Ganze. Wir gehen jetzt hier in die Parkverwaltung, fügen ein neues Darlehen hinzu, wieder 3000. Jetzt haben wir 4000, jetzt machen wir 8. Jetzt machen wir erstmal Pause, damit uns das Geld plötzlich nicht abhanden kommt hier. So, und jetzt machen wir Folgendes, das drehen wir jetzt so hin. Und ich will die jetzt, will ich gerne nach, kann ich die nach unten schieben? Also muss ich wahrscheinlich, okay, das bleibt also auf so einem Podest. Gut, dann bleibt das halt auf dem Podest. Was kann ich hier angepasst? Ach so, da kann ich selber bauen. Nee, ich muss jetzt. Dafür haben wir nicht genug Kohle. Da muss man echt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Selber bauen. Wir machen jetzt erstmal so. Und dann geht die Warteschlange. So. Achterbahn. Ein bisschen dichter ran an die ganze Geschichte. So, der Eingang ist jetzt hier. Und der Ausgang ist logischerweise hier. So, wir gehen hier aber direkt zum Fußboden. Und jetzt möchte ich gerne hier Winkel. Machen wir mal so. Erstmal so zum Anfang, damit die Leute schön Schlange stehen müssen. Und wir hatten die schwarzen Wege ja immer, ne? Bedeutet, wir gehen jetzt einmal so. Und diesen 90-Grad-Winkel müssen wir jetzt ein bisschen das wird gerade nichts, was ich hier vorhab. Ich muss von oben anfangen. Das ist auch vor allem, das ist auch eine Warteschlange. Ich will ja normale Wege haben. Das sehe ich jetzt gerade erst.
Sagt ja auch keiner was, ne? Oder fallen die jetzt den halben Weg runter? Oder was ist. Machen wir das so. Nee, da soll natürlich ein Weg hin. So, das. Looney Turns heißt es, okay. Jetzt muss ich. Ich glaube, das Ding muss ich testen. Damit ich das freigeben darf. Finanzen. Das Ding, ja, es kostet jetzt einfach auch mal. Bisschen Kohle. Gut. Also, Anzahl der Wagen. Ne, zwei ist schon. Zur Hälfte besetzt? Nee, mindestens drei Viertel besetzt immer. Premium Pass aktivieren. Premium Pass. Hat man die Möglichkeit, sich bis hierhin vorzudrängen, geht nicht, okay. Ach so, weil ich muss. Ich muss jetzt quasi hier. Da können die Leute rein und. Ob das Abkürzen nur so sinnig ist, weiß ich auch nicht. Können sie diese Ecke umgehen. Das ganze Ding testen. Und wir fahren natürlich die erste Runde auch direkt mit beim Test. Ist ja klar. Geht's jetzt schon los? Anscheinend nicht. Ach so, testen, ich stehe auf Pause, deswegen darf ich nicht testen, ne? Okay, also, gut. Wir springen hier in die Kamera. Kann ich denn hier auch die Pause beenden? Nee, natürlich kann ich das nicht. Okay, das bedeutet, ich muss auf Play drücken, in die Kamera und mitfahren. Jawohl. So, wollen wir mal schauen, wie das hier ist. Was für ein Dollar das ist. Oh je, so. Auf jeden Fall geht es auf jeden Fall sehr schon mal sehr schön. Guck mal, mit Dummies drin. Ich bin auch ein Dummy. Ich habe keinen. Oh Gott. Oh, hallo. Hui. Hui. Gleich habe ich die Arme hoch hier. Und noch ein Überschlag. Oh, Looping, herrlich. Ich liebe Loopings bei Achterbahn. Ist eine sehr kleine Geschichte. Also sehr kurze Fahrt, aber da ist schon der zweite Wagen unterwegs. Wunderbar. Ich würde sagen, Test bestanden. Test beenden. Und wir können eröffnen. So, und jetzt hinein mit euch, ihr wild lustigen Fahrgeschäftspark-Menschen. Warum drehen die wieder um? Alles klar, also die Leute wollen anscheinend nicht in die Fahrgeschäfte, weil ihnen der Eintrittspreis zu hoch ist. Das bedeutet, wir setzen hier einfach den Park-Eintrittspreis ein bisschen runter. So auf Dauer. So, und jetzt stehen schon so ein paar an hier. Ja, Premium Pass, ne? Das sind die. So, warum habt ihr jetzt? Teacups sind astronomisch. Ja, es ist schon extrem. Kauf mal lieber einen Ballon für 9 Euro oder 9 Dollar.
So, was sagen die Ausgehenden? The Madness. Heißt das Ding The Madness? Tatsächlich The Madness. Okay. Madness finden Leute zu teuer. Dann machen wir jetzt einfach mal 9 Dollar draus. Und schon drin. Also, was? Warum rennen die denn so? Müssen sie auf Klo? Achso, Warteschlange. Ah, okay. Also die Warteschlange ist denen zu... Herausforderung abgeschlossen. Wir haben eine Herausforderung abgeschlossen. Yay, wir haben mindestens 3 Belohnungen einfach. Jawohl. Und hier auch noch 1000. Ach, wir haben Geld. Ist das nicht schön? Pausieren. Mit dem Geld bauen wir natürlich gleich was. Und zwar können wir hier eine Schiene... Nee, 7000, könnte es sein. Wir bauen... Was haben wir denn noch nicht? Das war dieses... Das ist diese Riesenschaukel, ne? Und das sind diese Flugzeuge. Genau, diese Flugzeuge will ich noch haben. Die bauen wir hier hin, denke ich mal. Und dann machen wir das so, dass wir den Eingang hier hin machen und den Ausgang hier hin. Eingang nach hier. Ausgang recht kurz halten. Eingangsweg. Ich mag das ja so Freischnauze zu bauen, ne? Ich finde das echt toll. So. Und Ausgangsweg. Und so. Und machen wir da auch einen Premium Pass? Ja, da machen wir auch Premium Pass. Der Premium Pass soll sich ja lohnen, dass man den kauft. Und zwar, wo war das noch? Der Premium Pass, da. So, und zwar den Eingang zum Premium Pass machen wir hier vorne. Und den Ausgang platzieren wir. Ich würde jetzt sagen hier, aber dann, nee, das ist auch doof. Machen wir hier. Jetzt verbinden wir die ganze Geschichte noch. So. Und jetzt eröffnen wir den auch schon. Gleich eröffnen. So, jetzt haben wir noch 1000. Für die 1000 baue ich. Was baue ich denn da noch? Laden Geschäfte.